Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Natürlich Selbstgemacht. Wir haben ja vor 6 Wochen einen Ringelblumen-Auszugsöl angesetzt und jetzt ist es soweit, dass wir daraus unseren Handbalsam mit Ringelblume machen können. Wer sich erinnert, ich hatte ja auch die toll duftenden Nachtkerzenblüten in Öl eingelegt. Das hat zwar eine tolle Farbe bekommen, aber der Geruch ist leider nicht im Öl geblieben. Nichtsdestotrotz werde ich dieses Nachtkerzenöl ohne Duft dann im Badewasser verwenden, weil zum Entsorgen ist es viel zu schade. Ja. Aber das stelle ich jetzt mal auf die Seite. Ja, damit wir hier aus diesem Öl eine Salbe herstellen können, die für unsere Hautpflege jetzt in der kalten Jahreszeit super gut geeignet ist, habe ich noch 2 weitere Zutaten. Zum einen, ich schiebe mal das Tischchen kurz weg, habe ich hier im Topf bzw. in einem Becherglas schon Lanolin oder Wolffett genannt. Das ist ein Produkt aus der Talgdrüse von Schafen und das ist wunderbar rückfettend und bindet Feuchtigkeit, also ganz, ganz toll bei sehr trockener Haut. Das habe ich jetzt schon mal hier in so ein Becherglas. Ihr könnt natürlich aber auch einfach ein leeres Marmeladenglas nehmen. Ihr müsst jetzt kein Becherglas anschaffen. Und wenn ihr hier mal guckt, ich habe hier Wasser im Topf und erwärme das nur im Wasserbad und nicht im Topf selber. Und wenn das gleich geschmolzen ist, das sollte langsam gehen, damit es nicht zu heiß wird, dann können wir das Öl filtern und hinzugeben. Und was man noch brauche, ist Bienenwachs. Ja, da habe ich euch auch alle Zutaten unten verlinkt, die man braucht. Und wer das Ganze vegan haben möchte, das Lanolin kann man weglassen und das Bienenwachs durch einen Canuba-Wachs ersetzen. Auch das habe ich verlinkt und die genauen Zutaten wie immer unten in der Videobeschreibung. So, jetzt heißt es einen kleinen Moment noch Geduld haben, bis hier das Lanolin ganz geschmolzen ist, weil wie gesagt nicht zu heiß. Wir wollen die wertvollen Inhaltsstoffe ja durch Hitze nicht beeinträchtigen. So, ich habe hier schon mal vorbereitet ein kleines Sieb und die Waage, wenn das gleich geschmolzen ist, kommt sie auf die Waage und dann werden wir das Öl ein bisschen was absieben und hinzufügen. Am Rand ein bisschen eingesaut, alles ein bisschen jetzt, wo es warm wird, kann man das schön runterschieben. Zum Umrühren braucht ihr auch nicht so einen Glasstab wie ich. Da eignet sich auch wunderbar so ein Holzschaschlikspieß. Das geht ganz genauso. Nur ich schmeiße halt ungern was weg, deswegen habe ich mir diese Glasteile irgendwann mal bestellt. Die kann man immer wunderbar sauber machen, spülen und wiederverwenden. Aber wie gesagt, ein Holzstäbchen tut es auch. Weil da oben am Stiel klebt noch was, mal ein bisschen runterschaffe. Und bei der Gelegenheit gleich verwenden. Das Lanolin bindet Feuchtigkeit richtig, richtig gut und für mich gehört das in den Handbalsam mit rein, weil das richtig toll pflegend ist, gerade im Winter, wenn die Hände so trocken sind, Heizungsluft, Kälte und da ist das ein richtig toller Pflegebestandteil. Ein kleines Stückchen schwimmt da unten noch rum. So, dann heben wir das mal raus, einmal abtrocknen. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier noch die richtige Menge Öl jetzt hinzufügen. Okay. Ich habe extra mehr angesetzt von dem Ringelblumenblütenauszug, weil ich werde noch meine Pechsalbe machen und wer die noch nicht kennt, so eine Alternative zur Wund- und Heilsalbe, die verlinken wir euch oben nochmal. Die ist nämlich auch total klasse. So, aber jetzt kommt das Ganze wieder ins Wasserbad. Und dann packen wir direkt auch schon die Wachsplättchen, das Bienenwachs mit hinzu. Das Bienenwachs hat halt den Vorteil gegenüber der veganen Variante, dass es einen niedrigeren Siedepunkt hat, also Schmelzpunkt hat. Und somit die wertvollen Inhaltsstoffe durch Hitze nicht verloren gehen. Das Canuba-Wachs hat einen höheren Schmelzpunkt, aber ja, irgendwo muss man Kompromisse eingehen. So, die letzten Perlchen noch mit rein, die klebe ich schon, weil sie unter meinen Fingern schmelzen. So, und jetzt heißt es einfach nur Geduld haben, immer ein bisschen umrühren. Und wenn sich alles miteinander verbunden hat und die Wachsplättchen sich aufgelöst haben,
Dann ist die Salbe schon fertig. So, lassen wir mal ein bisschen aber runter. So, ich habe hier so kleine Kosmetiktiegelchen. Das sind jetzt hier 60 Milliliter. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung die kleineren verlinkt, weil ich die einfach praktischer finde. Gerade so für unterwegs, für in die Handtasche. Die 30 Milliliter sind eigentlich ideal, auch zum Verschenken. Da hat man mehr von so einer Portion. Ich habe mir die irgendwann mal gekauft, jetzt hole ich mir ja keine neuen. Wer allerdings Kosmetiktiegel hat, es gibt ganz viele Marken, die richtig hochwertige Tiegel haben, die eigentlich viel zu schade sind, wenn die 30 oder 50 Milliliter Creme leer sind, die wegzuschmeißen. Hebt die ruhig auf, auch sowas kann man füllen. Zum Verschenken sind natürlich neutrale schöner, aber bei manchen gekauften Tiegel, wenn man da mal ein bisschen an der Folie zippelt, dann kann man die bei vielen entfernen und dann hat man auch schöne Kosmetiktiegel, die man dann mit selbstgemachten Sachen befüllt verschenken kann. Wichtig hierbei ist, dass das Wasser nicht kocht. Also meine Platte geht bis 20. Ich habe sie jetzt hier auf 8 eingestellt und ich stehe ja nebendran. Das Wasser sollte nicht kochen, dann ist die Temperatur definitiv zu hoch und wertvolle Inhaltsstoffe gehen uns verloren. Und für den Fall, dass jemand den Ansatz von dem Ringelblumenöl nicht mitgekriegt hat, auch das verlinken wir euch dann oben in der Ecke, weil noch gibt es ja draußen Ringelblumenblüten, die man entsprechend zu einem Ölauszug ansetzen kann. So, wie ihr seht, hier ist schon ordentlich was passiert, aber ein paar kleine Plättchen sieht man noch. Das heißt, wir warten noch einen Moment, weil erst wenn alles richtig gelöst ist, können wir abfüllen. Aber warum eigentlich Ringelblumen? Ja, die haben eine heilende Wirkung. Entzündungshemmend, durchblutungsfördernd, gerade Frauen, kalte Hände, kalte Füße, das heißt also auch für die Füße können wir die Salbe wunderbar nehmen. Und in Verbindung mit dem Lanolin, das rückfettend wirkt, und dem Olivenöl ist das eine richtig tolle Geschichte, die wir nicht nur im Winter für unsere Hautpflege, Hände und Füße nutzen können. So. Und im Übrigen, Weihnachten kommt ja alle Jahre wieder, ist nicht mehr ganz so weit hin. Und selbstgemachte Geschenke kommen immer gut an. Von daher ist das auch dann, wenn man jetzt schon in die Produktion geht, auch für Weihnachten noch eine schöne Geschenkidee. Ja, so ein paar kleine schwimmen noch. Noch eine Minute warten wir und dann können wir schon abfüllen. Wie ihr seht, das Wasser kocht nach wie vor nicht, das soll nur warm sein. Beim Canuba-Wachs für die vegane Alternative wird es länger dauern und muss auch ein bisschen höher erhitzt werden, weil, wie gesagt, da ist der Schmelzpunkt ein anderer. So, gucken wir mal. Sehen wir noch irgendwas? Ja, zwei, drei kleine Plättchen oder Bestandteile davon schwimmen noch rum. Denen geben wir noch ein bisschen Zeit. Wunderbar, ich sehe nichts mehr schwimmen. Das heißt, wir können das Becherglas rausnehmen. Einmal abtrocknen, dann holen wir das Tischchen wieder und dann können wir schon, ihr seht auch, ich kann das mit dem Finger anfassen ohne Probleme, das heißt, wir haben keine allzu hohe Temperatur. Ich mache die Deckel jetzt nicht gleich drauf, sonst würde sich an der Innenseite Kondenswasser bilden. Ich lasse die Töpfchen jetzt hier abkühlen und erst wenn sie abgekühlt sind, dann werden sie ja fester, dann mache ich den Deckel drauf. Und noch ein kleiner Tipp, in jedem Drogeriemarkt, in der Kosmetikabteilung, da wo es die Sachen zum Anmalen gibt, gibt es auch so schöne weiße Handschuhe, Baumwollhandschuhe. Und wer mit extrem trockenen oder rissigen Händen zu tun hat, abends richtig schön dick einschmieren, die Baumwollhandschuhe überziehen und damit ins Bett gehen. Am nächsten Tag, ihr habt neue Hände, glaubt's mir. Und wenn ihr so ein Töpfchen verschenkt, so ein paar weiße Baumwollhandschuhe dazu, genial, richtig tolle Geschenkidee für eine tolle selbstgemachte Handcreme. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo. In dem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!